EA Sports. It's in the game. Und damit herzlich willkommen zurück beim FC Hansa Rostock. Und in der ersten Liga beim Gerry natürlich. Der VfB Stuttgart steht vor der Tür. Das ist ein Duell, das müssen wir gewinnen. Und das kriegen wir auch gewonnen, meiner Meinung nach. Wir gucken bei Adrian Schreck rein. Da sind wir am Überlegen, ob wir den nicht sogar in die erste Mannschaft hochholen. Den hatten wir als Jugendspieler im Petto und jetzt werden wir ihn auf jeden Fall holen, weil, wie wir gesagt haben, das wäre ja sonst Quatsch, ne? Wäre ja Quatsch. So, hier müssen wir es demnächst nochmal versuchen. Und wir gehen sofort in eure Kommentare rein. Da waren wieder einige dabei. 12 Daumen und einige Kommentare auf jeden Fall. Vielen lieben Dank. Ich habe ihn vermisst, den armen Patze. Der hat sich nicht gemeldet. Ja, manchmal ist ja so, ne? Hat ja auch mehr zu tun, als ständig hier in diesem YouTube unterwegs zu sein. Wir sehen aber gerade hier Leverkusen und Freiburg nicht ganz so gut dabei. Hier in der Europa League. Schalke auf Platz 2. Haben wir noch Deutsche Dortmund hier Erster in der Gruppe. Aber das müssen sie auch machen hier, ne? Bei Warschau, Galatasaray und Norrköping. Da muss man auch Erster werden. Also, ehrlich. So. Und dann, ja, der Kai-Uwe Havers ist der Erste. Keine Sorge, er ist nicht der mit dem Daumen runter. Aber das Video hätte eine schlechte Qualität gehabt. Und dann liegt es echt dabei, oder daran, dass ihr vielleicht zu schnell guckt. Also was heißt zu schnell gucken? Ne? Läuft ja so schnell, wie es läuft. Aber die Sache ist die, wenn man ein Video hochlädt auf YouTube, dann verarbeitet es erst das Ding und so ein Kram und manchmal ist es dann so, dass diese Verarbeitung länger dauert als die Veröffentlichung. Und dann ist es irgendwie die ersten paar Furztage, also nicht Furztage, ein paar Stunden noch richtig schlechte Qualität da ist. Guckt einfach nicht sofort, wenn das Video online ist, sondern kurz später. Dann habt ihr es auf jeden Fall. Ja, ansonsten, wenn es wirklich mal sein sollte mit schlechter Qualität, sagt mir Bescheid. Dann haben wir Ronny Schumann. Ronny Schumann, Stuttgart und dann gleich zweimal hintereinander Dortmund. Da kriegst du schön eins auf die Gusche. Ja, müssen wir gucken. Ich hoffe ja nicht, ne? Stuttgart, da kriegen wir keinen auf die Kusche, da verteilen wir hoffentlich. Stuttgart ist Zehnter, die sind stärketechnisch ein bisschen besser als wir. Aber das ist machbar. Wir sind Achter, wir stehen gut da. Stehen gut da, ja. Chemie Leipzig schreibt, der macht der Gerry Heinz Simeone und ja, wir fehlen jetzt zwei Spiele auf der Trainerbank. Oje, oje. Gegen Stuttgart müssen wir nachliegen und dann ist nach unten erstmal ein bisschen Platz. Wienken will eine Liga höher spielen. Gibt es im FM die Superliga schon, fragt er. Und Schreck wäre vielleicht einer für die erste Mannschaft. Ja, müssen wir gucken. Baxter hat geschrieben. Wieder super Folge, spannendes Spiel gegen den Club. Und hast nur 3 Millionen ausgegeben fürs Stadion, weil wir Stadionelemente übernehmen nicht geklickt haben. Das müssen wir mal nachgucken. Da müssen wir reingucken. Jetzt gucken wir aber erstmal hier Frankfurt gegen Leverkusen, Schalke gegen Bremen und Dortmund gegen Hertha BSC Berlin. Patrick Hort, das erklärt auch unsere schwache Stärke, ist verletzt. Wir gehen hier rein. Und es ist ein Auswärtsspiel, ne? Auswärts, auswärts, auswärts. Ja, es ist ein Auswärtsspiel. Sonst hätte ich gesagt, wir starten mit Vasili im Mittelfeld als ZM. Neudecker lassen wir mal zu Hause. Özcan hat die bessere Form. Und Olsen würde ich eigentlich echt gern mal mitnehmen. Mittelstädt hat nicht so überzeugt. Lassen wir mal daheim. So gehen wir in die Elf. In diesen Spieltag rein. Knöll ist besser geworden, Bauer auch noch, Janus Horn stärker, ach, was ist das hier super. Wiedenbrück 2000 hat Interesse an uns, ja, das wäre doch ein Comeback. Das wäre doch ein Comeback. Nein, natürlich nicht. Wir müssen gucken, wo sie bleiben, die Wiedenbrücker. Mal sehen, wen sie holen. Scouting abgeschlossen von Sören Besch, das war hier dieser Kollege, den wir unbedingt kaufen sollten, dieser Hinweis, aber den sehe ich jetzt nicht bei uns. 48er IV, ehrgeizig zwar und vereinstreu, aber eine Diva und einfach nicht stark genug, ne? Brauchen wir nicht. So, dann haben wir Stuttgart abgeschlossen. Und einer ihrer Scouts hat gerade nichts zu tun. Dann macht der hier erstmal wieder Jugendarbeit, ne? Damit wir da Jugendleute reinkriegen. Gute Jugendarbeit, ne? Ist ja wichtig. Wichtig, wichtig. Spielerinformation, was hatten wir hier? Even. Achso, ich dachte, wir hätten hier noch so einen schönen Bericht. Manchmal, diese Berichte finde ich immer nett, ne? Hier von Alan haben wir den zum Beispiel. 31 Punkte, 32 Punkte wird es geben auf die Teamdynamik. Aha, gute Perspektiven, ja. Okay. Vom Thomas Hengen gescoutet. So, ja, jetzt wollte ich gucken hier beim Infrastruktur.
mäßig. Und da bauen das Stadion der ersten Mannschaft auf 34.000 Plätze auf. Also, das sind doch die Plätze, die wir auch angegeben haben. Dann haben wir bestimmt auch so viel ausgegeben. Aber ist ja wurscht. Wir bauen auf jeden Fall aus. So sieht's aus. Gut, meine lieben Leute, wer sagt noch was? Wer ist denn, der sagt noch was? Gary eskaliert, du fliegst vom Platz. Ja, Medizinzentrum wollten wir auch noch ausbauen. Ja, sehr schön. Danke, dass du mich daran erinnerst. Und der Frank Schönecker hat mir letztens meinen schönen Abend versaut. Ich wollte nämlich Dortmund gegen Tottenham gucken. Und dann sagte er einfach, das Spiel kommt heute nicht. Ja, danke schön. Hättest du es nicht gesagt, hätte ich einen schönen Abend gehabt. Und so, Mann, ey. Richtig ärgerlich. Richtig ärgerlich, aber so ist es. Wir gucken jetzt mal hier auf der rechten Außenbahn als RV. Stellen wir ihn mal hin. Wieder, er wollte ja unbedingt rechter Verteidiger werden. Ne? Ich weiß gar nicht, warum das hier immer noch so schwach ist. Aber dann können wir jetzt mal hier rechter Verteidiger 100 einstellen. Das ist jetzt mal wichtig. Und dann kann der Besen da kicken. So, ja, wer selber eine Position umgeändert haben wollen würde, muss sich melden. Und dann kriegen wir da auch was hin. Christian Bese, da können wir noch, oder Besse ist es ja eher, ne? Dann müssen wir hier noch einen neuen einstellen. Hämmerich, oder? Da können wir nur Hämmerich. So. Okay, dann macht der Hämmerich das. Und dann der letzte. Nee, der nicht der letzte. Der Snoopy 51 ist noch da. Schau mal nach Plaswitsch. Das fand ich auch eine ganz gute Idee. Was macht unser Plaswitsch eigentlich? Jannis Jonathan Plaswitsch, JJB, 31 Jahre jetzt alt, 71er Typ. Und spielt momentan bei 1860 München. Da hat er auch einige Spiele gemacht. Ist ja auch hingewechselt von uns. Ne? 150.000 haben wir damals gehen lassen. Hat er auch für uns fast 100 Spiele in beiden Mannschaften gemacht. Und hat uns echt auch einiges gerettet. Ne? Jetzt so langsam ist sein Zenit erreicht. Hätte ich eigentlich noch ganz witzig gefunden, wenn wir ihn noch als Ersatztorwart vielleicht geholt hätten, statt Flecken oder so. Aber oh, ist ja auch gut gelaufen so. Ne? Wäre halt witzig. So, und dann haben wir noch Julian Müller. Aus welchem Jahr ist nochmal dein aktuelles Grafik-Update? Eigentlich müsste ich die alle irgendwie verlinkt haben, die Sachen, die ich da so mache. Aber der hat ihn ja auch gefunden. Ne? Guckt mal in der Videobeschreibung, wenn ihr irgendwas sucht von mir. Ich entschuldige mich vielmals, dass ich so vielen Leuten nicht geantwortet habe. Hat einfach nicht geklappt diese Woche. Ist echt eine üble Woche gewesen für mich. Echt eine üble Woche. Also, ne? Als Lehrer arbeitet man ja sowieso nicht. Und diese Woche, da war es echt übel. Mann, Mann, Mann. Und jetzt gehen wir gleich in die Elf. In die Elf, sag ich immer. In den Spieltag rein natürlich, ne? Onguene, weißt du was? Wir könnten eigentlich mal sagen, hier, du bist im nächsten Spiel mal von Anfang an dabei. Den müssen wir eigentlich... Was? Warum kam denn jetzt ein Minus? Habe ich nicht schnell genug geguckt. Wir stellen ihn auf. Ich will diesen Onguene eigentlich mal kicken sehen hier. Auch mit seiner schlechten Form. Dafür lassen wir mal Chizos zu Hause, also nicht zu Hause, sondern auf der Bank erstmal der Captain. Der kommt dann rein, wenn es nicht so läuft. Ich möchte Onguene sehen. Der Typ, den Jungen hier, den müssen wir uns mal hochbuttern hier. Der ist schlecht drauf. Form niedrig. Also hier, ihr seht's, ne? Minus 2 hat er momentan wegen Selbstvertrauen und Moral schlecht. Ja, hat der Gary halt auch noch gerade nachgetreten, ne? Was er eigentlich nicht wollte. Gut, wir gehen ins Spiel gegen Stuttgart. Der VfB lädt ein, die Rostocker kommen. Wir werden hier jeden Zentimeter umgraben und wir werden hier Gas geben. Aber die erste Chance schon in der zweiten Minute direkt für Stuttgart. Ali Aslan läuft nicht übers Spielfeld, er gleitet. Er geht an den Spielern vorbei, legt den Ball auf Theodorczyk zurück. Der muss noch vollstrecken und dann ist das in der zweiten Minute schon ein 1:0. Um Gottes Willen. Und wir können ja nicht sagen, weil wir ja auf der Bank sitzen. Oh, oh, oh. Einsatz 100% bitte. Eieiei, das ist natürlich direkt der Hammer hier. Ganz, ganz übel. Ah, Mann, Mann, Mann. Nick Taitak und Törles Knöll versuchen es mit hohen Flanken, aber das klappt nicht so ganz. Posch jetzt hier an Theodorczyk. Noch mit der gelben Karte. Taktisches Foul, wie man so schön sagt, ne? Und Stuttgart betoniert sich da oben auf Platz 7 ein gerade. Taitak jetzt mit einem Freistoß von der rechten Seite. Zirkelt den weit am Tor vorbei. Ja, nicht viel passiert, außer hier diese Schockstarre hier, ne? 1:0, Mann, Mann, Mann. Gerrit Holtmann jetzt auf der linken Seite, er flankt. In der Mitte ist Bartstuber, will klären, hat er Probleme. Da kommt Knöll, aber dann kriegt der Bartstuber ihn doch noch weg. Ha! Bitter. Und danach kommt Dortmund. Ja, da wird's hier richtig übel. Also hier müssen wir gewinnen.
Abdou Diallo verliert in der Vorwärtsbewegung den Ball. Tolles Knöll kommt jetzt in den Strafraum, schießt aus 12 Metern über das Tor. Mann, nur muss man aber wenigstens auf den Kasten bringen. Wenn der Torwart dann hält, ja von mir aus noch. Aber ach, Mann, 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 Mann. Trotzdem, wir sehen hier Rostocker, die nachsetzen. Knöll jetzt nochmal versucht aus Distanz. Zieler pariert, Ecke. Die Ecke kommt von Robert Bauer. Das war auch noch so eine Sache. Wir sollten Chisos nicht die Ecken schießen lassen. Knöll verlängert jetzt auf Osimhen. Und der, ja, der ist ja da! Der Victor! Vicky! Victorius! Victory! Victor Osimhen! Macht ihr das 1:1? Wichtig vor der Pause. Ganz wichtig. Oh, was ist jetzt? Akolo will da gegen Onguene gegengehen. Aber da fällt er um. Und der Arne Schilling. Nee, sagt weiterspielen, weiterspielen. Ja, das war wichtig hier. Meine Herren, dieser Punkt, dieser Lucky Punch hier, war richtig, richtig wichtig. Oh, Nick Taita, ganz schwach. Posch auch ganz schwach. Da müssen wir dann Chisos reinbringen. Und Nick Taita, so leid es mir ja tut, in der 60. bist du leider raus. So. Wir drehen hier auf und gewinnen das Ding jetzt noch. Wir sind doch jetzt hier, wir haben doch Wind in den Flügeln, Wind im Rücken und Wind in der Hose. Auf geht's. Ich kann zaubern. Ich kann frische Luft stinkend machen. Nick Taitak versucht jetzt aus 30 Metern, trifft den Ball aber jetzt richtig krass. Aus 30 Metern einfach mal reingezimmert. Was ist denn da? Der Zieler fliegt, aber der Ronno Robert kriegt da nichts mehr hinter. Da musst du 2,8 Meter für sein, für so einen Ball. Was ist denn hier passiert? Gut, dass wir ihn drin gelassen haben. Meine Güte. Und jetzt Flanke, Bebu, die wird abgefälscht. Zieler, liebe Mühe, hat den Ball aber. Ecke. Chisos, ja doch, er ist hier momentan unser bester Eckenschütze. Das kann ich ja fast nicht glauben. Und wenn das so wäre, dann müssten wir mal überlegen, warum das so ist hier. Regeln, Aufgaben, Ecken. Chisos, 70 Punkte hat er da, genau wie Bauer und Harley. Ja, es ist einfach unser bester Mann, also einer von den Besten. Vielleicht könnte man das dem Bauer und den Harley geben lassen, damit der Innenverteidiger den nicht schießen muss. Aber so ist es, ne? Ebu nochmal auf der rechten Seite mit einer Flanke. Diallo verschätzt sich und dann ist Taitak da mit dem Kopfball aus 7 Metern. Aber kein Problem für Zieler. Genau auf den Mann. Schade. Freistoß Daniel Didavi. Trifft den Ball aber überhaupt nicht richtig und schießt den Ball ganz, ganz weit weg vom Tor. Gut, auf linken Außenbahn. Defensiv werden wir Horn mal gegen Krögert setzen. Der Krögert hat sich ja bisher hier ganz gut gemausert. Und ja, wir versuchen hier noch einen nachzulegen, hoffe ich doch mal. Ich bin gespannt, was unser Team hier ohne uns auf der Seitenlinie hinkriegt. Jetzt sehen wir erstmal eine Flanke von Chatrak Akolo. Wienke kommt heraus. Ja. Und das ist so einfach wie kleinen Kindern den Lolli abnehmen. Da ist der Ball in der Hand vom Wienke, der ist natürlich hier auch zu einem absoluten Top-Einkauf gekommen ist. Ne? Also das ist schon sehr, sehr stabil, was der da hinten drin leistet. Bernd Deißler kommt für Holger Badstuber und 20 Minuten haben wir noch. Die Stuttgarter wechselt auch hier den letzten Wechsel ein. Andres Ibargüen kommt für Akolo. Das ist auch ein toller Text. Er beschwert sich hier zurecht. Ja, der wurde gefoult, aber Arne Schilling lässt trotzdem keine Reklamation zu. Ja, wer denn? Die haben wir natürlich gesehen, der Törnis Knöll, aber kann man das nicht hinschreiben? Oh, Theodorczyk versucht hinten auszuhelfen und dann gibt es Elfmeter, weil er den Onguene umrennt. Törnis Knöll legt ihn zurecht und dann schießt er dran vorbei. Och Mann, was ist denn da los? Mach doch den Elfer rein. Mach doch diesen Elfmeter rein. Mein lieber Freund. Eieiei. Eieiei. Ja, Knöll auch kein gutes Spiel. Jetzt noch einen Elfmeter verschossen und auch noch gelbe Karte. Wir gehen mal Richtung Lufthansa-Taktik. Und gucken uns das an. Wir stehen hier gerade ganz gut. Und die letzten 10 Minuten kriegen wir jetzt auch noch drüber geschaukelt. Antonio Viana senzt hier Santa Maria den Ball weg. Und jetzt haben wir noch 10 Minuten im Stuttgarter Ländle und wir sehen, wie Rostock kontern will, aber letztendlich ganz ungefährlich abschließt. Genau wie jetzt hier Julian Green köpft 5 Meter am Tor vorbei
Aber die Stuttgarter wollen es jetzt nochmal wissen. Theodorczyk jetzt auf Ofori, der fackelt nicht lange, zimmert voll drauf. Ah, aber weit dran vorbei. Sehr gut, sehr gut. Lass dir Zeit beim Ball holen, mein lieber Wienken. Red noch eine Runde mit dem Balljungen. Und jetzt ist noch eine Minute. Ja, und da ist Schluss. Und da haben wir die 3 Punkte. Und wir haben 13 Punkte aus 8 Spielen. Das ist schon eine sehr beachtliche Hausnummer für dieses Jahr. 4 Siege, 1 Unentschieden, 3 Niederlagen. Klasse. Klasse, klasse. Harte Strafen natürlich hier gegen Meckern und so. Ne? Können wir nicht machen. Ja, war doch ordentlich. Ein guter Start hier in diese Folge mit dem 1:2 auswärts in Stuttgart, muss man ja auch sagen. Ne? Bayern auch auswärts, aber 0:1 auswärts. Nein, Quatsch, nicht auswärts. Hoffenheim in Bayern auswärts. Bayern verliert 1:0 gegen Hoffenheim. Was ist denn da los? Was machen die denn, diese Bayern? Was ist denn hier mit dieser Abwehr da los? Und vorne keiner, der knipst. Timo Werner kam doch hier mit richtig Kohle, kam der hin. Ja, 7 Spiele, 3 Tore, hört sich gar nicht so schlecht an. Aber, also, ne, da machst du was mit hier auf jeden Fall als Kollege Schnürschuh bei den Bayern. Ja, die Bayern hier unten, 15. Platz, man kann es nicht glauben. Leipzig gewinnt gegen Köln, Hannover gewinnt gegen Wolfsburg, Dortmund weiterhin Erster mit einem 2-1-Sieg gegen Hertha. Frankfurt 2-2 gegen Leverkusen, Mönchengladbach 2-1 gegen Hamburg, Schalke mit einem deutlichen Heimsieg gegen Bremen und ein Unentschieden der torlosen Art vom FC Nürnberg gegen den SC Freiburg. Wir gucken kurz rein, Hamburg macht einen kleinen Satz nach unten, Gladbach springt ein bisschen nach oben, Rostock, ja, wir heimsen uns hier Richtung internationale Plätze. Mal gucken, wo wir am Ende stehen, ne? Und dann Schalke und Frankfurt wechseln noch die Plätze. So sieht's aus. Klasse Sache. Dortmunder mit 2 Leuten. Wir haben auch jemanden in der Elf des Tages und das ist Osimhen. Der ist jetzt schon zum 3. Mal in der Elf des Tages. Das ist schon eine sehr beachtliche Hausnummer. Dafür, dass er eigentlich unser 3. Mann im Sturm ist, finde ich das ganz, ganz stark. 6 Buden schon gemacht hier nach 8 Spieltagen. Tja, hätte ich jetzt vom Knöll erwartet. Aber vom Osimhen muss ich ja ehrlich gesagt gar nicht so. Ne? Ancelotti zählt seine Stars an bei Bayern. Ja, da ist jetzt langsam die Luft am Köcheln. Da wird es langsam windig. Pascal Köpke ist wieder fit. Mannschaft der Woche. Die 2. Mannschaft gegen Dortmunder. 2. Mannschaft. Unentschieden 2:2. Raphael Mayer mit einer 5. Und Ronny Schumann mit einer 4. Also hinten gar nicht sattelfest. Uiuiui. Doofe Sache. Doofe Sache. Ja, Patrick Horst noch 2 Wochen verletzt. Der Arme. Der Arme. Ansonsten sieht es doch echt, echt gut aus. Kann man sich nicht beschweren. Wir gucken mal. Julian Baumgartlinger, es wurde immer noch nicht ersetzt, der Arme. Immer noch hier ohne Trainer seine Mannschaft. Ne? So, gucken wir mal, ob jetzt hier Adrian Schreck endlich kommt. Und jetzt geht's in den Pokal. Ne? Schreck ist im Team dabei, Rücken Nummer 19. Nehmen wir mal mit, akzeptieren wir. Spielervorstellung, da brauchen wir, da reicht Webseite. Standesgemäße Vorstellung, Scouting abgeschlossen. Scout-Bericht haben wir noch hier, ne? Holtmann ist verärgert. Ach, meine Güte, da musst du dich halt jetzt mal anstrengen. Eieiei, wenn man mit mir nicht zufrieden ist, kann man das auch anders sagen. Ja, mein Gott, mecker doch mal rum, ey. Gibt's doch gar nicht. Erste Mannschaft haben wir noch nicht richtig aufgestellt. Ja, Gerrit Holtmann fehlt auch. Guck mal hier, da fehlt sie auch. Gesperrt. Was ist denn los mit dir da? Vielleicht lassen wir Schreck auch mal irgendwie rein, aber vielleicht auch nicht direkt gegen Dortmund. Ne? Müssen wir ja auch bedenken. Özcan ist ganz gut reingestiegen eigentlich. Ja, lassen wir auch mal mitgehen wieder. Ne? Hier gucken wir noch, wen nehmen wir noch mit? Rechten Verteidiger, Brandon Harley mit einer 74. Vielleicht nehmen wir den auch mal mit hier mit seiner 13er Stärke. Der Posch ist ja auch gerade, der Bauer ist ja auch gerade nicht ganz so wild dabei. So, jetzt machen wir hier die Ecken nochmal. Ja, nach Fähigkeit sortieren. Und dann machen wir den Chisos hier nach unten. So, Mittelstädt ist unser bester Eckenschütze übrigens. Das waren eben dann nur die, die wirklich auf dem Platz stehen. Und dann machen wir so. Zack. Gut, ja, jetzt gegen Dortmund. Ah, oh, Pokal, das ist natürlich ganz, ganz schwierige Sache. Ne? Da können wir, glaube ich, auch nicht mit 2 Stürmern antreten. Zumindest nicht zu Beginn. Und es ist auch noch in Dortmund. Ne? Das, oi, 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 oi.
Dortmund ist Erster, Dortmund hat eine gute Saison bisher, die sind auch stärketechnisch Erster, das wird richtig knackig. Ist natürlich auch das Topspiel hier, ne? Ja, wir sind auch in der Liga gut dabei. Ganz interessant. Dortmund gegen Hansa Rostock. Dann haben wir noch mehr Erstliga-Duelle, zum Beispiel Stuttgart gegen Gladbach. Und dann haben wir noch ein ganz interessantes Traditionsduell. Den FC Bayern München gegen den ersten FC Kaiserslautern. Der immer in Transrapid einsteigt in München und nach Lautern fährt, ist man schnell da. So. Ansonsten, ja, Schreck würde ich einfach mal mitnehmen und wir gucken mal, was da so los ist. Adrian Schreck ist übrigens frei, ne? Er hat den ersten Profivertrag hier bei uns. Wir haben den ja aus der Jugend geholt und dann ist er ja nicht bei uns gelandet, weil er war ja nur einen Tag hier und hat Hallo gesagt, dann ist er wieder gegangen, jetzt ist er wieder hier. Ist ein Jugendspieler, ist frei, man kann ihn umbenennen. Wer auch immer noch einen Spieler haben wollen würde, meldet sich da einfach mal. Ruxon, der erste FCK will ihn haben. Ne. Was haben wir hier? 50er rechtes Mittelfeld für die B-Jugend. Da haben wir schon einen 50er und dann haben wir noch einen Heiko Lochmann, der brauchen wir auch nicht. Kein gutes Talent. Nee. Scout kehrt zurück, weil er Ampadu auf 100 hat. Ja, Ampadu ist natürlich auch immer noch klasse, ne? Mit seinem 22, 8er Talent, 74 und so. Aber der kostet auch. Der kostet auch richtig Geld, ey. Mann, Mann, Mann. Hier ist was los. Ja, und jetzt? Jetzt geht's rund. Jetzt geht's rund gegen Dortmund. Oh je, oh je. Ich hab so ein bisschen Pipi in der Hose. Also meine Boxershorts jetzt auch gelb-schwarz. Hoffentlich kein schlechtes Zeichen, ne? Dass selbst meine Boxershorts auf der Seite der Dortmunder ist hier. Farbentechnisch gesehen. Ja, jetzt noch ein bisschen braun dabei. Also. So, weiter geht's. Ich wollte hier gerne mal oder einen Rechtsverteidiger. Wo haben wir den? Nee, unser Linksverteidiger. Nee, wen wollte ich denn? Den linken Mittelfeldmann, meine Güte. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da, Gerrit Holtmann. Vertragt euch wieder. Was soll der Scheiß hier? Ja, sprecht mal mit dem Jungen. Macht es mal. So. Er ist einfach auch ein gutes Kapitänchen, ne? Der Schissos. Der macht es schon klasse. Der macht schon sehr, sehr gut. Und, ja. Haben wir noch irgendwas, was wir unbedingt nachgucken müssten? Weiß ich nicht. Deinen letzten Trainingseinheiten sehr gut gemacht, ne? Flecken überzeugt auch im Training, das ist alles in Ordnung. Knöll, von dem erwarte ich eigentlich jetzt mal mehr Tore, muss ich sagen. Der Knöll. Das gibt's doch gar nicht. Der hat so ein bisschen Ladehemmung, aber Osimhen ist ja dafür da. Der macht's gerade, ne? Der ist voll dabei. Ehlers ist richtig sauer. Ich weiß nicht so ganz warum. Und wir haben hier in der zweiten Mannschaft aber auch gerade hier gute Probleme. Fehlende Ziele. Defensiv stabil stehen. Ja, Leute, da müsst ihr selber auch was machen. Das kann ich jetzt auch nicht ganz so viel dran tun. Ich weiß nicht so ganz, was die sich immer vorstellen. Mensch, Kinder nicht nur. Frustration, was ist denn hier los? Ach, das sind die anderen hier. Ja, Evgenides, nur Kleinigkeiten. Und der Ben Ehlers hat die letzten 9 Spiele nicht gespielt. Und Tommy Krupe im letzten Spiel nicht. Da müssen wir vielleicht auch mal gucken. Luka Kilian und Benedikt Gottfried hier. Einzelspieler der Gottfried hier. Ja, Floyd und Beckmann, ja. Oh. Unfaire Gehälter. Das gibt natürlich auch mal blöde Sachen. Ne? Was macht denn hier so? Minus. Wir sprechen zu wenig. Es gibt frustrierte Spieler. Wo kommen denn diese ganzen Minuspunkte? Der 50. Ja, mein Spieler, der sprachlich isoliert ist. Wer spricht denn hier nicht unsere Sprache? Das gucken wir uns jetzt gleich mal an und dann Gehaltsstruktur ist ziemlich unfair. Aha. Wer kriegt denn hier viel Geld und wer kriegt denn nicht so viel Geld? Der Grauer hat gewiss einen kleinen Vertrag, oder? 250.000, ja, den wollen wir jetzt mal binden hier. Dem Grauer geben wir jetzt mal mehr Geld. Das ist auf jeden Fall durchaus berechtigt. Und dann ist das vielleicht auch nicht mehr ganz so wild mit den Gehältern in der zweiten Elf. So. Zap, zap. Und der ist ja auch bei 70, ne? Vielleicht ist das irgendwann echt auch mal ein Kandidat für die erste Mannschaft für längerfristige Sachen. Ne? Kärcher jetzt auch mit der 73. Also, das geht da schon gut durch. Müssen wir mal gucken. Hinten die Abwehr, die macht mir momentan so ein bisschen Gedanken, muss ich sagen. So, aber jetzt machen wir uns erstmal gleich Gedanken für das Spiel hier gegen Dortmund. Und da werden wir nicht mit
unserer Zwei-Stürmer-Taktik antreten. Gar keinen Fall. Wir werden auch nicht mit einer Doppel-6, sondern wir werden hier mit einer 4-5-1-Taktik antreten. Und vorne drin können wir nur Osimhen stehen lassen. Ganz eindeutig. Was anders ist quasi gar nicht möglich. So, Nguyen hat es eigentlich ganz gut gemacht, aber formtechnisch sind die anderen trotzdem besser. Wir nehmen ihn mal auf die Bank mit, weil Balanta ja dann doch auch schon ein bisschen älter ist. Und Brandon Harley würde ich halt auch echt gerne mitnehmen. Aber für wen? Gerade mal überlegen. Ah, hier Neudecker wollte man noch raus. So, okay, alles klar. Es geht los, Jungs. Pokal, Pokal. Oh, oh, oh. Ich bin gespannt. Wir gehen natürlich mit vollem Einsatz hier rein. Die Laufwege gucken wir nochmal, ob die... nee, sind nicht so gespeichert. Der Takt kann natürlich auch noch ein bisschen nach vorne. Und so machen wir es. Ja, und dann geht's jetzt wild los im Pokal, in der zweiten Runde DFB-Pokal im schönen Westfalenstadion. Und wir müssen hier denen den Spaß am Fußball nehmen. Das ist das Einzige, was wir schaffen können. Wir sitzen wieder auf der Bank, weil das ja kein Ligaspiel ist. Und wir sehen in der 7. Minute den ersten Angriff, der natürlich für die Dortmunder läuft. Angriff über Lars Stindl, der läuft, schießt und schießt am Tor vorbei. Ja, wenn wir uns hier so halten können, bis hinten rein vielleicht, wäre das schon klasse. Können wir mal direkt sagen, Konzentration, damit wir hier auch ganz, ganz ruhig und mit Übersicht in die Sache gehen. Die sind 100 Punkte fast stärker, ne? Also 90 Punkte, das ist schon richtig eine Ansage. Aber jetzt der Konter von Hansa Rostock über Janicic, der alleine vor Bürki steht, der schießt und dann ist er nicht drin, weil Roman Bürki, der alte Schweizer Halunke, hier noch die dicken Finger dran kriegt und die Patschehändchen. Meine Herren, das wäre schon krass gewesen. Posch macht momentan ein ganz, ganz starkes Spiel da hinten und hoffentlich kann er jetzt diesen Ball da abwehren. Rodriguez auf Zakaria. Wienkind verschätzt sich, der Kopfball kommt aber zu niemandem. Osimhen jetzt mit dem Torschuss aber abgepfiffen, warum auch immer. Wahrscheinlich wegen Abseits. Ja, die Fahne war oben, okay, ja, alles klar. So, Ricardo Rodriguez klärt zur Ecke gegen Santa Maria. Die bringt jetzt Mittelstädt rein. Bürki kommt mutig heraus und hat die erste Ecke im Spiel. Zack. Kein Problem. Seri zieht da Taitak zu Boden. Ja, hätte auch eher hier in der WWE am Start sein können, der gute Mann. Und kriegt dafür ganz klar Gelb. Wir machen ein gutes Spiel, sehe ich so. Santa Maria jetzt nochmal gegen Ricardo Rodriguez und wieder ein Eckball. Der schaltet sich immer mal da vorne ein, der alte Mann. Ja, okay. Maximilian Mittelstädt, zweite Ecke, in den Strafraum. Osimhen gegen Zakaria. Und da kommt niemand von beiden dran. Stattdessen Taitak hinten am zweiten Pfosten nimmt den Ball. Volley. Bürki chancenlos, der Ball fliegt und er ist drin. 1:0 gegen Dortmund im Pokal. Das gibt's ja nicht. Tor von Nick Taitak. Natürlich sehr schön, sich da der Osimhen, wie er da Zakaria bindet. Und dann ist hinten Taitak frei. Meine Güte. Und Bauer rettet hier gegen Stindl zur Ecke. Jetzt aufpassen, dass wir nicht auch einen Eckball reinkassieren. Trigueros bringt den Ball. Bauer klärt. Chisos gegen Benno Schmitz im Kopfballduell. Der Ball landet jetzt irgendwie vor den Füßen von Stindl. Der schießt natürlich direkt. Und dann ist Götze da mit der Hacke. Fällt den Ball ab. Chancenloser Wienken. Und der Ball ist drin, weil Santa Maria nicht aufgepasst hat. Und das Abseits aufheben. Scheiße. Mensch, 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 muss das denn sein? Probleme für Roman Bürki jetzt hier. Distanzschuss von Osimhen lässt er nach vorne abprallen, aber dann ist da halt kein zweiter Stürmer, der da den Riecher hat, ne? Mei, mei, mei. Also spielt übrigens keinen Reus und der sitzt auch nicht auf der Bank. Könnten wir auch mal gucken, was ist denn mit dem Marco Reus? Ecke jetzt nochmal, Mittelstädt, Rüdiger, nächste Ecke. Antonio Rüdiger klärt. Vierte Ecke, Maximilian Mittelstädt kommt aus dem 16er zurück bei Santa Maria. Der müsste jetzt mal das Tor machen, aber nein, der trifft den Boston. Ach, das wäre natürlich ganz geil gewesen, wenn der sich hier zeigen könnte, ne? Nachdem er da das Abseits aufgehoben hat. Aber insgesamt ist das doch eine ganz gute Partie. Seid wachsam ist, glaube ich, hier ganz, ganz richtig. Das ist genau das, was wir brauchen. Wachsame Jungs. Und die 50. Minute
leitet einen Angriff der Dortmunder ein über Seri im Mittelfeld. Der spielt den Ball zu Götze, stochert ihn eher dahin, als dass er ihn spielt. Der Stürmer nimmt den Ball an, schießt und Wienken kann sich mal auszeichnen. Ihm beim Tor ja eher mäßig dran beteiligt. Schwierig gewesen. Dortmund will es aber jetzt ein bisschen wissen. Freistoßblanke von Trigueros. Wienken flippt sie herunter. Die kommen jetzt, die Dortmund. Die wollen hier im eigenen Stadion natürlich nicht in die Verlängerung gehen. Kann ich ja nachvollziehen. Aber wir wollen das. Ne? Klar. Haben wir jemanden, den wir hier wirklich auswechseln können? Krögert könnten wir jetzt mal auswechseln mit der 4. Und ansonsten wäre Köpke noch eine Option für den Sturm. Und natürlich auch Knöll. Und da müssen wir überlegen, ob wir Osimhen für Knöll rausbringen. Wir warten erstmal. Wir haben jetzt einen Wechsel getätigt. Wir konzentrieren uns nochmal. Und wenn das nämlich hinten raus ein Elfmeterschießen oder eine Verlängerung erstmal gibt, ne, da ist ja gut, wenn man da frisches Fleisch bringen kann. Sehr, sehr gut dann. Klar. Jesus. Oh, was macht er da? Legt den Ball Stindl vor, aber Stefan Posch. Oh, da springt er für den Jesus ein und klärt zur Ecke. Ja, das wäre jetzt übel gewesen, wenn unser Captain das Ding da vermurkst hätte. Figueros auf Niklas Stark, ja, und dann steht es doch 2:1. Ach, Mensch. Richtig böse. Richtig böse. Jamolenko kommt für Shinji Kagawa auf der linken Außenbahn. Und Hansa Rostock wieder, ja, kurz gerappelt und dann geht's hoch, ne? Jetzt hier Spielaufbau durchs Mittelfeld, Santa Maria will dann schießen, aber Trigueros nimmt den Ball ab. Das mahnte ganz gut, die Rostocker, ne? Hier nach Toren sind wir wieder dabei. Auch hier mit dem Konter. Diesmal ist es Nick Tack alleine vor Bürki. Der hat doch jetzt eigentlich die Ruhe und die Technik und muss das 1-0 machen, aber wieder Bürki. Der alte Teufelskerl. Ein hechtender Klassekeeper. Menschenskinder, aber wir geben uns nicht auf. Das ist klasse. Das ist sehr, sehr klasse. So, die Dortmunder wechseln. Wir werden in der 75. auch wechseln. Und zwar werden wir dann den zweiten Stürmer bringen. Da müssen wir ja, ne? Wir brauchen jetzt hier ein Tor. Am besten zwei sogar. Ne? Also, so, gut. Raus mit Janicic. Hat die Schwächste oder die schlechteste Note. So. Und dann ist die Frage hier auf der linken Seite. Ja, das sind auch doch ein paar Punkte, die einem fehlen im Köpfe, genau, als rechtes Mittelfeld. Vielleicht kurz vor Ende nochmal ein Kniff in die Backe. Knöll kommt jetzt rein für Janicic und ist auch direkt am Ball. Zögert jetzt einen Moment. Spielt dann den Ball irgendwie zu Tack. Der musste noch reinmachen. Nein, 2 Meter übers Tor. Da hätte Knöll vielleicht sogar selber schießen müssen. Benno Schmidt schießt. Bauer steht im Weg. Wehrt ab. Oh, die Dortmunder. Die Dortmunder kommen. Wir öffnen natürlich jetzt auch mehr. Ne? Klar, Guerrero versucht es jetzt. Aber Wienke pariert den Schuss. Abpraller. Julian Weigel knapp vorbei. Jesus klärt die Benno Schmitz-Ecke. Flanke zur Ecke. So. Und die kommt von Guerrero. Der Portugiese ringt die rein. Jesus klärt. Stindl bekommt irgendwie an den Ball. Aber aus der Drehung. Schuss. Aber Wienke hat ihn. Oh je, yeah, eine packende Partie hier. Wir haben uns nicht aufgegeben, wir sind hier nicht untergegangen. Und wir sind hier auch noch nicht fertig. Wir sind hier noch nicht fertig. Jetzt Schlaß Stindl, geht da zu Boden. Ach ja, das kennen wir, ne? Horn, ja, ja, und das gibt aber nichts. Ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt irgendein anderes Ende gibt. 5 Minuten haben wir noch, 4 Minuten haben wir noch. Ja, wir müssen jetzt ran. Wir kommen nochmal mit Özcan. Da haben wir ein ganz offensives Vierergestirn da vorne drin. Aber was sollen wir tun? Ne? Bringt uns auch nichts, wenn wir jetzt hier mit dem 2-1 nach Hause gehen. Dann müssen wir gucken. 4 Minuten sind es noch. Geht da was? Passiert da noch was? Ja, es sieht nicht danach aus. Weigel jetzt nochmal mit dem Zeitspiel. Und 3 Minuten gibt es oben drauf für jedes Tor. 1 Minute ist okay. Die 90 Minuten sind rum. Jetzt nochmal einen weiten Ball nach vorne. Nein, die Dortmunder spielen es runter. Ein gutes Spiel. Wir gucken mal in die Statistik rein. Hier, wir hatten, guck mal, 12 Chancen gegen Dortmund. Die hatten 14 Chancen. Also, da waren wir schon
ebenbürtig und haben jetzt leider verloren, 2-1, aber das ist auch mit, ja, wenn nicht der härteste Gegner gewesen, den man hätte haben können. Ne? Also dafür haben wir uns sehr, sehr gut geschlagen, finde ich. Da können wir stolz sein auf unsere Mannschaft. Generell dann eine gute Folge mit einem Sieg und der knappen, natürlich nicht so schön, aber ja, auch nicht ganz so schlimm, Niederlage gegen Dortmund in der zweiten Runde DFB-Pokal. Wenn wir hier Glück gehabt hätten, was die Losfee angeht, wäre es bestimmt auch anders gekommen. Stuttgart besiegt Mönchengladbach. Frankfurt unterliegt Hannover 96 im Elfmeterschießen. Genauso wie Köln gegen Freiburg im Elfmeterschießen verliert. Leverkusen gegen Ingolstadt gewonnen. Nürnberg gewinnt gegen Bochum. Stellt euch mal vor, wir hätten Bochum oder so bekommen. Das wäre super gewesen. Haben wir leider nicht, ne? Haben Dortmund gekriegt. Und da haben wir uns gut kämpferisch gezeigt. Aalen verliert zu Hause gegen Bremen. Leipzig verliert gegen Pauli. Das ist natürlich eine ganz große Sensation. Und die Bayern, oh, da waren sie auch am Zappeln. Erst in der 190. Minute das 2-1 für Bayern gegen Kaiserslautern. Krass. München 60 verliert gegen Hoffenheim. Paderborn geht unter 0-5 gegen Schalke. Krass. Bielefeld verliert gegen Darmstadt. Berlin, die Union zumindest, verliert gegen Mainz. Augsburg gewinnt gegen Fürth, Magdeburg zu Hause verloren gegen Düsseldorf und Unterhaching gewinnt 2-1 gegen Sandhausen. Leider sind wir raus aus dem Pokal, aber ist alles in Ordnung, ne? Alles gut. Der Kollege Ruxon möchte gerne beim Verein bleiben, 4,5 Millionen könnten sie hier mal bieten, wenn sie den haben wollen, ne? Aber werden sie ja nicht. Und im nächsten Spiel geht's alt wieder gegen Dortmund, aber diesmal in Rostock. Und deshalb würde ich sagen, wir bleiben bei dieser Aufstellung. Wir bleiben bei der Aufstellung. Das hat doch gut geklappt. Und zu Hause haben wir noch ein bisschen Rückenwind. Da klappt es vielleicht noch besser. Das wäre so die Idee, ne? Natürlich könnten wir auch noch einen Knöll vorne reinstellen, aber ich bin gespannt, wie ihr es so seht. Wir haben auf jeden Fall diese Saison einen deutlich breiteren Kader. Man muss immer schon mal überlegen, wen man hier bringt und wen man nicht bringt, ne? Ich finde es auch gerade gar nicht so verkehrt, dass wir 3 OMs haben. Das läuft da auch ganz gut. Özcan hier mit einer guten Form immer, Neudecker ist auch noch dabei, also da machen wir nichts, ne? Und Adrian Schreck, wie gesagt, ist noch frei. Wer den haben möchte, sollte sich melden und dann besprechen wir es in der nächsten Folge. Ob oder ob nicht, ne? Ich wünsche euch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und dann werden wir uns wiedersehen und wiederhören in der nächsten Folge, ne? Tschüss, der Gary ist weg, meine Lieben. Macht's gut, Küsschen. Tschüss.